Und jetzt kurz vor 7:30 noch ein leichtes Thema, eine Geschichte zum Staunen. Das wissen Sie, das machen wir an dieser Stelle immer. In dem Fall sind es zwei Damen aus Kandern, die etwas Dolles erfunden haben. Fotoshooting. Und darum geht es? Hundewindeln. Verschiedene Größen für Sie und ihn. Anschmiegsam, waschbar und extrem langlebig. Made in Kandern bei Lörrach. Entwickelt haben die Hundewindel diese findigen Frauen in Südbaden. Entstanden aus einem Problem. Was tun, wenn der Hund im Alter tröpfelt und Urin verliert? Anne Fischer hatte die Idee zur Hundewindel. Grund war ihr alter Hund, der inkontinent wurde. Es gibt Möglichkeiten, das medikamentös zu behandeln. Das habe ich dann auch ein paar Jahre gemacht, aber irgendwann wollte ich nicht mehr. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben nach einer Hundewindel und habe ich alles abgegoogelt, was es gab. Und es hat mich einfach nicht zufriedengestellt. Und Wegwerfwindeln kam für mich einfach nicht in Frage. Mit ihrem Problem marschierte Anne Fischer zur Nachbarin Mignon Banuschi. Normalerweise entwirft sie Mode für Menschen, jetzt also eine Windel für Hunde. Und auf was hat sie geachtet? Vor allem, dass es an allen Hundekörpern gut passt, dass ich es anpassen kann, dass es anschmiegsam ist, dass keine störenden Teile dran sind, die der Hund nicht akzeptiert. Ich bin dann vollständig auf Bindetechnik gegangen. Und sie macht nicht nur die Fotos, sondern auch die Windeln. Katrin Mertel. Das Nähen hat sie sich selber beigebracht. Was klein losging, hat sich entwickelt. 400 Bestellungen gehen jetzt pro Monat ein. Ich finde es vor allem schön, dass es so stetig mehr wird und nicht so auf einen Schlag so einschlägt wie eine Bombe. Und ich glaube, es hat schon auch echt Zukunft. Eine echte Erfolgsstory. Kaum gingen sie mit ihrer Hundewindel auf den Markt, schon trudelten die ersten Bestellungen ein. Geld verdienen mit Hundewindeln. Wenn sie erzählen, was sie so machen, ernten sie oft überraschte Reaktionen. Wir finden es ja selber ulkig lustig und ein bisschen schräg. Und deswegen finden wir auch, dass man da auch mal kurz lachen darf drüber. Wobei es natürlich ein ernsthaftes Problem ist, auch für die Leute. Mit ihrer Hundewindel haben sie eine echte Marktlücke gefunden. Und sie sind stolz darauf, dass ihre Windel mittlerweile von Kunden aus allen Teilen der Welt geordert werden. Internationale Kundschaft mit einem Produkt made in Südbaden. Die sich melden, sind in der Regel super happy und total zufrieden. Endlich darf Bello wieder auf seinen Lieblingssessel, der Hundewindel sei Dank. Und das nächste Produkt haben sie auch schon in der Pipeline, einen Hundebademantel. Und wir sehen uns morgen wieder. Bleiben Sie gut informiert über Baden-Württemberg, was hier passiert. Die Kollegen von Aktuell übernehmen jetzt. Schönen Abend.